Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gesprochen von Wolfgang. Bitte prüfe mit Herz und Verstand den Wahrheitsgehalt selbst. Die Aktorianische Gruppe durch Marilyn Raffaelli, 15.07.2018. Energetische Ausrichtung ist notwendig. Übersetzt von Shana. Wir von der Aktorianischen Gruppe möchten sagen, dass sich viel Veränderung abzeichnet. Ihr beobachtet den Todeskampf der Weltanschauungen, die die Menschheit ihr Leben lang in Knechtschaft gehalten haben. Diese dichten Fehlbildungen können sich nur auflösen, wenn höhere Frequenzen der Wahrheit beginnen, die Energie zu ersetzen, die sie an erster Stelle gebildet hat. Ein Gefühl der Zwietracht entsteht, wenn alles Vertraute sich zu verändern beginnt, aber intensive Ängste und Verwirrung nicht zu denen kommen, die verstehen, dass nichts wirklich jemals endet, sondern sich in höhere Ausdrucksebenen verwandelt, wenn das Bewusstsein erleuchteter wird. Da die Energie der dritten Dimension so dicht ist, ist dieser Prozess graduell und beinhaltet viele Drehungen und Wendungen des Widerstands. Konzentriert eure Aufmerksamkeit und eure Bemühungen darauf, die höchste Ebene der Wahrheit zu sein, die ihr in jedem Moment und in jeder Situation erkennt, und nicht auf die Illusionen des materiellen Sinnes um euch herum. Euer Licht, das Licht des erwachten Bewusstseins, dient dazu, die Wege zu öffnen, die mehr Licht zur Erde fließen lassen. Diese hochfrequenten Energien beeinflussen alles Leben. Jeder fühlt sie, die Nicht-Erwachten, die Erwachten und das Tierreich. Die hochfrequenten Energien veranlassen viele von euch, Zeiten zu erleben, in denen Emotionen, körperliche Schmerzen und extreme körperliche Erschöpfung die Oberhand zu gewinnen scheinen. Wenn ihr nicht wachsam seid, kann es leicht dazu führen, dass ihr glaubt, dass etwas ernsthaft falsch ist, aber dann innerhalb eines oder zweier Tage fühlen sich die Dinge wieder normal und gut an. Bis zum nächsten Mal. Diese Erfahrungen beziehen sich auf den Prozess der Klärung, Übersetzung und Integration neuer und höherer Frequenzen in das Physische und die Interpretation des Prozesses durch den Verstand. Es braucht Energie, um diese energetischen Upgrades zu machen, sodass ihr weniger für eure alltäglichen Aufgaben übrig habt. Aufstiegsenergien ersetzen die dichteren Energien in physischen Zellen. Erlaubt den Prozess, ohne sofort zu dem Schluss zu kommen, dass etwas nicht stimmt, sondern wisst, dass alles richtig ist. Euer physischer Ausdruck ist nicht vertraut mit dem, was stattfindet, weil ernsthafte energetische Upgrades während des Verbleibens im Physischen noch nie zuvor geschehen sind. Wenn ihr diese neuen Energien und eure Resonanzänderungen integriert, werdet ihr nicht mehr mit vielen Dingen in Einklang stehen, die bis jetzt Teil des normalen Lebens waren. Schwere Lebensmittel, Alkohol, Zucker und verarbeitete Lebensmittel, die ihr bisher ohne Probleme genossen habt, werden euch jetzt entweder nicht ansprechen oder ihr fühlt euch krank, wenn ihr sie esst. Weil alles Energie ist, ist eine energetische Ausrichtung notwendig, wenn es Harmonie geben soll. Ehebeziehungen, Freundschaften, Nahrungsmittel, Unterhaltung, Beschäftigung, Ideen, Überzeugungen und so weiter. Ihr seid nicht mehr in Übereinstimmung mit vielen der scheinbar normalen Dinge, mit denen ihr einmal ausgerichtet wart. Euer sich entwickelnder Bewusstseinszustand ist mit neuen und höheren Frequenzen in Resonanz, und der Versuch, etwas spirituell Gewachsenes so zu machen, wie es einmal war, wird nicht funktionieren. Der freie Wille erlaubt es jedem, die Wahrheit so lange zu ignorieren, wie sie es wünschen, aber die Wahrheit
kann niemals verschwinden, weil sie die Wirklichkeit ist. Nur jene Dinge, die aus illusorischen Konzepten entstehen, können sich dauerhaft auflösen. Versucht, Veränderung als Abschluss zu sehen, meine Lieben. Viele glauben, dass sie offen für Veränderungen sind. Aber wenn sich etwas Vertrautes zu verändern oder zu verschwinden beginnt, reagieren selbst die sehr Wachen oft mit Widerstand, weil es ein Gefühl von Sicherheit in dem gibt, was vertraut ist. Ihr seid keine evolutionären Anfänger mehr und seid gut vorbereitet, euer Gefühl der Sicherheit aus dem Äußeren zurückzuziehen, durch die Erkenntnis, dass Geborgenheit und Sicherheit bereits vollständig in den Facetten eures eigenen göttlichen Bewusstseins vorhanden sind. Lernt, mit dem Fluss zu gehen, während ihr Ereignissen und Situationen, die euer Sicherheitsgefühl beeinträchtigen könnten, keine Macht gebt. Bleibt im Augenblick und vertraut darauf, dass alles individuell und global nach einem göttlichen Plan abläuft, unabhängig davon, ob jemand daran glaubt oder nicht. Dies bedeutet nicht, dass ihr niemals Vorsichtsmaßnahmen in Situationen treffen solltet, in denen sie erforderlich sind. Es bedeutet, dass ihr die praktischen Maßnahmen ergreift, die ihr für das Leben in einer dreidimensionalen Welt ergreifen müsst. Aber ihr tut diese Dinge ohne Angstkonzepte in Bezug auf bestimmte Menschen, Orte oder Dinge, in der Erkenntnis, dass man mit Gott in der Mehrzahl ist. Wir möchten von Leiden sprechen, das ein allgemeiner Ausdruck ist, der die Gefühle beschreibt, die auf großen Verlust folgen oder einfach dadurch Tag für Tag in physischem, emotionalem oder mentalem Schmerz zu leben. Viele Erwachte und Nicht-Erwachte leiden als Folge der intensiven Bereinigungen der alten Energie, die jetzt in Gaia, Individuen und innerhalb des gesamten dreidimensionalen Glaubenssystems stattfinden. Im früheren Leben inkarnierten die meisten Menschen mit einer Lektion, auf die sie sich konzentrieren wollten. Wegen des mächtigen Aufstiegsprozesses, der jetzt stattfindet, seid ihr in dieses Leben gekommen mit der Absicht, alle verbleibenden Probleme mit Menschen, Orten, Gruppen oder Glaubenssystemen zu lösen und zu überwinden. Alles, was vervollständigt werden muss oder das als Barriere wirken könnte für euren Aufstieg. Intensive Erfahrungen von Gut und Böse bleiben im zellularen Gedächtnis gespeichert und werden von Lebenszeit zu Lebenszeit übertragen, bis sie geklärt sind. Zellulare Erinnerungen, die ihr zu löschen bereit seid, tauchen durch Erfahrungen auf, die euch auf ihre Anwesenheit aufmerksam machen, müssen aber nicht identifiziert oder herausgefunden werden. Wenn ihr in einem höheren Bewusstseinszustand lebt, lösen die Frequenzen des Lichts automatisch die niedrigeren, resonierenden Energien auf. Es ist eine Zeitverschwendung, weiterzumachen oder zu versuchen, alles zu klären, was sich klären könnte, weil es sich nur auf alte Energie konzentriert. Wenn es für euch notwendig ist, etwas über euer spirituelles Wachstum zu wissen, werdet ihr diese Information irgendwie durch Träume, Intuition oder tatsächliche Erinnerung erhalten. Zu dieser Zeit klären sich viele von euch für die Welt und nicht immer persönlich. Erinnert euch daran, dass es nur einen gibt. Für jene unter euch, die Depressionen, Traurigkeit und Trauer erfahren, sagen wir, lasst zu, dass diese Emotionen ohne Widerstand durchfließen. Leiden entstehen dadurch, dass man unerfüllte Erwartungen daran hält, wie Dinge aussehen oder sein sollten, um richtig zu sein, was immer das persönliche Glaubenssystem reflektiert. In der dreidimensionalen Welt wird das meiste Leiden durch scheinbar kontrollierbare Kräfte, Natur, Gesetze, religiöse Überzeugungen und so weiter verursacht.
So funktioniert eine Dimension, die auf Dualität und Trennung basiert. Daraus entwickelt ihr euch. Dualität und Trennung existieren nicht in den höheren Dimensionen. Das dreidimensionale Glaubenssystem stellt die niedrigste Stufe einer sehr hochdimensionalen Leiter dar, obwohl die meisten dies noch nicht erkennen. Das Leben bleibt und wird so lange lebendig und munter bleiben, wie das Weltbewusstsein weiterhin durch Glauben an Dualität und Trennung entsteht. Vergesst niemals, dass jeder als Schöpfer des Göttlichen ein Schöpfer ist, der seine Welt aus der Substanz seines Bewusstseinszustands heraus formt. Helft denen, die leiden, auf welche praktische Art und Weise ihr auch geführt werdet. Aber glaubt niemals, dass es eure Pflicht ist, jemanden für alle zu retten. Ihr lernt Lektionen, die ihr selbst mit Hilfe eures höheren Selbst und mit Hilfe eurer Führer gewählt habt. Der Verstand interpretiert den erreichten Bewusstseinszustand und manifestiert ihn als physische, emotionale, mentale und spirituelle Form. Leiden ist Widerstand, eine Sehnsucht danach, dass Dinge so sind, wie Menschen glauben, damit sie glücklich sein können. Nichts wird oder kann sich global oder individuell verändern, bis sich das Bewusstsein verändert, weil das Bewusstsein die Substanz von allem ist, was ist. Ihr habt diesen Ort der Bereitschaft erreicht, der es euch ermöglichen wird, in die Erkenntnis und die Erfahrungen von wem und was ihr wirklich seid, zu erlangen. Visualisiert eine helle Sonne mit vielen Strahlen intensiven Lichts, die nach außen scheinen. Wenn sich diese Lichtstrahlen weiter von der Sonnenquelle entfernen, werden sie weniger hell, verändern das Aussehen und sammeln Farben und Schatten an. Jeder Lichtstrahl fängt an, unterschiedlich von dem anderen auszusehen und absorbiert verschiedene Farben und anhäufende Energieschichten, die das Aussehen der verschiedenen Gewebebeschaffenheiten annehmen und die Farbe, die sich ändert und erhöht, während jeder Strahl verschiedene Erfahrungen erfährt. Der Lichtstrahl verschwindet nie, aber er wird jetzt vollständig von den Schichten der Trümmer ausgelöscht. Dies ist eure Geschichte, die Geschichte von jeder Frau, jedem Mann und jedem Kind von Anfang an. Ihr seid der Sonnenstrahl, der für immer rein, intakt und perfekt bleibt, egal wie viel Illusion über Informationstechnologie drapiert wird. Entwicklung ist die allmähliche Entfernung aller Trümmer. Akzeptiert, dass ihr bereits wach seid und dass es nicht länger nötig ist, nach dem zu streben und zu suchen, was bereits vollständig in euch anwesend ist. Erlaubt den Prozess und vertraut darauf, dass alles nach Plan läuft. Wir sind die Arcturianische Gruppe. Vielen lieben Dank für die Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für euren Energieausgleich.